Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Let's Play Folge Die Zwerge. Ja, wie ihr letzte Woche gesehen habt, sind wir in Reich der Zweiten angekommen. Mit dem Großkönig haben wir geredet und wir haben ein bisschen was erfahren, warum wir hier sind. Und jetzt suchen wir mal unsere Unterkunft in der großen Zwergenstadt. Gut, da kommen wir nicht durch. Dann gehen wir mal hier lang, weil irgendwo muss ja unsere Unterkunft sein. Kommen wir hier runter? Nee. Hey. Schau in den Abgrund. Wollen wir mal in den Abgrund schauen? Wo läuft der denn jetzt hin? Man kann den Boden nur erahnen. Als die Zweiten das Blaue Gebirge zu ihrer Heimat ernannt haben, gab es hier nur hartes Gestein und einige kleine Höhlen. Fantastisch. Da hat er recht. Na, hat er recht, da haben sie was Megamäßiges erschaffen, die Zwerge. Sind einfach die besten Baukünstler. So, hier scheint es doch lang zu gehen. Da können wir auch nicht durch, also gehen wir hier lang. Ah, deine Kammer betreten. Okay, die ist gleich hier vorne. Das ist sehr schön. So, dann weiß nicht, ob wir gleich schlafen gehen können. Oder wann die Rüstung fertig ist. Wann der Wettstreit losgeht. Leute, es sind so viele Fragen offen. Und das erste Mal ist das Wort die Feuerklinge gefallen. Die Waffe, die über alles steht, die den Dämon besiegen kann. Da bin ich mal gespannt. So, dann wollen wir mal gucken. Oder was Dispipur, der Berater des Königs der Vierten. Vielleicht hat er auch noch Intrigen. Oh, Leute, so viele Fragen sind offen. Mal gucken, was uns erwartet. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. So. Na, er lädt und lädt. Ah, ich bin schon fast im Überlegen, ob ich immer diese Ladesequenzen rausschneide, aber dann passt das immer nicht genau, wenn es wieder weitergeht, wenn ich wieder ein bisschen rede. Aber es ist ja auch nicht ganz so schlimm. Es gehört zu dem Spiel dazu. Ihr könnt es ja, wenn ihr wollt, ja überspulen kurz. Aber jetzt extra rausschneiden. Mache ich nicht, weil da in der Zeit kann man doch mal reden, bevor wieder so Dialoge und Filmsequenzen kommen. Ja, so. Aber dafür, dass das echt ein bisschen älter ist, gut, 2013 kam das, glaube ich, raus. Oder 2016? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wann das Spiel rauskam. Also ein bisschen älter ist es schon, aber es lädt echt lange. Andokai, was gibt es? Ich bin gekommen, um dir die hier zurückzugeben. Ich konnte sie entziffern, größtenteils. Du hast die Maga dabei beobachtet, wie sie sich auf eurer Flucht immer wieder Zeit genommen hat, die Bücher zu studieren. Es sind Aufzeichnungen aus dem jenseitigen Land. Sie berichten von dämonischen Wesen aus dem öden Land, die von Menschen Besitz ergreifen können und ihnen große Macht verleihen. Zum Beispiel Unsterblichkeit? Die Maga nickt ernst. Es wird von einer Axt berichtet, geschmiedet von den Untergründigen, Feuerklinge genannt. Sie soll die Macht haben, durch Fleisch und Knochen des Lebenden zu schneiden und das Dämonische in seinem Innersten gänzlich zu vernichten. Okay. Ihr denkt also, ein Dämon aus dem jenseitigen Land hat von Ludin Besitz ergriffen? Er sah sehr verändert aus, als ich ihm in Porista begegnete. Und er ist auferstanden, obwohl ihr ihm den Kopf abgeschlagen habt. Das lässt sich nicht mit der Macht des Toten Landes erklären. Und er wollte verhindern, dass uns diese Bücher in die Hände fallen. Das wäre nur verständlich, wenn die Feuerklinge die Macht hätte, ihn zu besiegen. Die Feuerklinge, sie könnte unsere beste Chance Wo sein. befindet sich diese Feuerklinge? Ich weiß nicht, ob diese Waffe jemals geschmiedet wurde. Sie benötigt seltene Materialien und meisterhafte Handwerkskunst. Der reinste, härteste Stahl. Runenverzierte Widerhaken aus Stein. Ein Griff aus Segodatienholz. Intarsien aus allen edlen Metallen. Die Schneide mit Diamanten besetzt. Geschmiedet in der heißesten Esse. Wir sind Zwerge, wir haben die talentiertesten Handwerker. Und du hast das Segodatienholz. Es ist bei den Gegenständen in deinem Rucksack. Zum Glück.
denn Sigodatien gibt es keine mehr im geborgenen Land. Aber selbst wenn es euch gelänge, die Axt zu schmieden, es könnte alles nur ein Märchen sein. Zu wenig, um unser Leben darauf zu verwetten. Okay. Wisst ihr etwas über den Jenseitsland? Die Feuerklinge können unsere einzige Chance sein gegen... Die fehlenden Materialien können wir hier in der Festung bekommen. Genau wie einen Edelsteinschleifer. Schließlich sind Gandogar und seine Vierten hier. Einen Steinmetz der Zweiten und ich kann schmieden. Die Maga betrachtet dich nachdenklich und kurz scheint es, als würde dein Enthusiasmus eine Wirkung auf sie haben. Doch dann sagt sie... Ich wünsche dir viel Glück, Tungdil. Ihr wollt noch immer das geborgene Land verlassen? Aber was wird aus eurem Reich und all den anderen Reichen? Ich bewundere deinen Optimismus, mein Freund. Doch es ist nicht klug, sich einem rollenden Fels in den Weg zu stellen. Es widerstrebt mir, mein Reich aufzugeben. Aber ich glaube, ich könnte nicht mehr erreichen, als das Leiden unnötig zu verlängern. Aber du willst die letzte Maga des geborgenen Landes nicht ziehen lassen. Leider fällt dir nichts ein, was sie zum Bleiben bewegen könnte. Meinen Dank, ehrenwerte Maga, für alles, was ihr getan habt. Tja, da geht's ja. Da ist die nicht mal wirklich hübsch. So, Leute. Oh, da blinkt was. Die Feuerkerne. Andokern. Okay, das wissen wir ja. So. Leg dich schlafen. Gucken wir noch mal in den Rucksack. Sigodatienholz. Es ist sehr selten. Vermutlich wollte Lord Ionan es untersuchen oder damit experimentieren. Na komm, Leute, dann gehen wir jetzt mal schlafen. Du freust dich auf das erste richtige Bett seit Wochen. Du wirfst deine Kleidung ab und legst dich hin. Ehe du dich versiehst, fallen deine Augen zu und du schläfst ein. Naja, darf er auch mal schlafen. Als dir am nächsten Morgen deine neue Rüstung gebracht wird, kannst du deinen Augen kaum trauen. Und dennoch, als Schmied kannst du es nicht ertragen, keinen Beitrag dazu beigesteuert zu haben und beschließt, einige Einlegearbeiten hinzuzufügen. Auch wer die Rüstung eines Prinzen trägt, kann darunter immer noch ein Hufschmied sein. Meinst du nicht, Tungdil, Bolofar? Genauso wie eine Schlange im edlen Gewand trotzdem noch eine Schlange ist? Deine Frage ignorierend mustert Bislipur dich ganz genau, bevor er spricht. Du willst also einer von unserem Stamm sein? Ein Findelkind? Von einem Zauberer großgezogen? Man soll es nicht für möglich halten. Und ich halte es auch nicht für möglich. Es gibt keinen Beweis deiner Herkunft. Und Gandogar hat den Rat auf seiner Seite. Warum ersparst du dir nicht die Blamage und erscheinst gar nicht erst vor dem Rat? Lass dein Vorhaben sein und wir nehmen dich in unseren Stamm auf. Wir geben dir alles, was du benötigst. Dein ganzes Leben lang. Dafür unterstützt du Gandogar, anstatt ihn zu bekämpfen. Wartet einfach ab. Beweise? So wie euer Brief, der nach über 1000 Zyklen entdeckt wird und die Elben für den Fall der Fünften verantwortlich macht? Es ist kein Geheimnis, dass die Elben hinterlistig sind. Und was wäre besser dazu geeignet, uns Zwergen eins auszuwischen, als das Tote Land einzulassen und uns als Sündenbock darzustellen? Die Elben wurden durch das Tote Land vertrieben und sind nun fast ausgerottet. Ich habe gesagt, dass sie hinterlistig sind. Nicht klug. Wartet einfach ab, was ich mir rede, und wenn ich... Du hast wahrlich genug von diesem Zwerg. Er bereitet dir Unbehagen. Mehr noch. Raus hier! Ein vermenschlichter Bastard, gib mir keine Befehle. Wisse, wo dein Platz ist, falscher Zwerg.
So sind wir zur Goldhand geworden. Genau, Tundi hat eine Goldhand. Die Rüstung wurde von einem Meister angefertigt. Über dem Kettenhemd liegt ein Panzer aus Stahl, der an mehreren Stellen mit Gold legiert wurde, was dir definitiv zusagt. Außerdem gibt es einige Zierteile aus Stein, um an die Herkunft aus dem Reich der besten Steinmetze zu erinnern. Du hattest gerade das letzte Ornament fertiggestellt, als Bislipur dich unterbrach. Das Siegel Lot Ionans, der dich aufzog und dir ein Zuhause gab, das es nun nicht mehr gibt. Sie ist nicht nur eines Königs würdig und passt wie angegossen, sie sollte mir auch im Kampf zusätzlichen Schutz bieten. Sehr schön. Leute, und der sieht gut aus. Dann wollen wir jetzt mal. Der sieht ja richtig gut aus, der Tungdil. Tungdil Goldhand. Entschuldigung. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Darum erhebe auch ich Anspruch auf den Thron. Und darum denke ich auch, der fähigere Anwärter zu sein. Danke für deine Rede, Tungdil Bolofar. Der Rat möge nun seine Fragen stellen. Ich habe gar keine Rede gehört. Okay, vielleicht gibt es nicht wirklich so eine Rede. Danke für die Rede, Tungdil Bolofar. Der Rat möchte seine Fragen stellen. Ruf Bislipur auf. Bislipur. Nichts, was du sagst, wird irgendjemanden hier überzeugen. Du bist nicht bei uns aufgewachsen. Und niemand weiß, ob du wirklich ein Vierter bist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es je einen unwürdigeren Anwärter auf die Krone des Großkönigs gegeben hat. Du stiehlst nur unser aller Zeit. Oh, ich wusste nicht, dass du der Sprecher für alle in dieser Versammlung bist, Bislipur. Ich hatte den Eindruck, jeder Zwerg kann sich selbst eine Meinung bilden. Allerdings. Hört. Oh, er hat schon recht. Halt dich zurück, Bislipur. Ja, der Zwerg aus dem Stamm der Zweiten dort. Du sagst, ein Krieg gegen die Elben wäre Wahnsinn. Aber wie kannst du das als so junger Zwerg beurteilen? Du hast ja noch kaum etwas von der Welt gesehen. Wenn wir die Elben angreifen, sind wir nicht mehr besser als die Alben. Es ist wahr, ich kenne vieles nur aus Büchern. Aber es steht geschrieben, dass es unsere Aufgabe ist, das geborgene Land zu verteidigen und zu beschützen. Das schließt die Elben ein. Und haben die Elben nicht denselben Feind wie wir? Sie könnten uns im Kampf beistehen. Warum sollten wir dem Feind in die Hand spielen, indem wir sie angreifen, anstatt gemeinsam gegen ihn vorzugehen? Stimmt wohl. Recht hat er. So spricht ein schlauer Krieger. Aber die Langohren hassen uns. Und wir hassen sie auch. Wie sagt man? Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Ja, eure Frage? Nur um das richtig zu verstehen. Du willst eine Waffe schmieden, die in einem Märchenbuch aus dem jenseitigen Land beschrieben wird, um einen Dämon zu töten, den niemand von uns je gesehen hat? Ich habe ihn sehr wohl gesehen, Goimgar Schimmerbärtchen. Fakt ist, unser Problem werden sich nicht von allen... Die Zwerge müssen handeln. Wir haben das tote Land mit eigenen Augen gesehen und sein Meister Nord-On konnte nicht getötet werden. Viele sind für die Bücher gestorben, in denen steht, wie die Feuerklinge hergestellt werden kann. Und der Magus hat alles unternommen, um die beiden Stiele aus Sigurdatienholz in die Finger zu bekommen. Das sind die Fakten, ob sie dir gefallen oder nicht. Die Probleme werden sich nicht von alleine lösen, also frage ich euch, ist es die Art der Zwerge, beiseite zu treten und nichts zu tun, oder ist es unsere Art zu handeln? Zu handeln. Wir verstecken uns nicht.
Wenn die Menschen das Tote Land nicht aufhalten, dann eben wir. Wir sollten uns da nicht reinziehen lassen. Zeigen wir dem Magus die Stärke der Zwerge. Ich habe genug gehört. Der Rat hat die Worte beider Bewerber vernommen und muss nun eine Entscheidung fällen. Wer von euch Tungdil Bolofar, den zurückgekehrten Sohn aus dem Stamm der Vierten, als meinen Nachfolger sehen will, der hebe die Axt. Oh, ein paar. Und wer von euch will Gandogar Silberbart, aus dem Clan der Silberbärte, den König der Vierten, als meine Nachfolger sehen? Es ist knapp, aber Gandogar hat mehr Stimmen erhalten. Sehr gut. Ausgezeichnet. Ein Hoch auf Gandogar. Es lebe unser neuer Großkönig. Jedoch, das Ergebnis war nicht einstimmig. Und als amtierender Großkönig mache ich von meinem Recht Gebrauch, einen Wettkampf zwischen den Anwärtern zu fordern. Was soll das? Aber er hat die Wahl gewonnen. Es sind die Regeln. Der Großkönig hat das Recht dazu. Respekt. Er ist immer noch der Großkönig. Ruhe! Ihr habt den Befehl des Großkönigs vernommen. Schreibt auf einen Zettel, worin sich die beiden Anwärter messen sollen. Seid ihr bereit? Wer diese Aufgabe als erstes bewältigt, wird Großkönig sein. Es ist eine Expedition. Die Prüfung besteht darin, eine Gruppe zu führen, die die Axt Feuerklinge im grauen Gebirge schmiedet, mit der dann der Kampf gegen den Magus Not-On aufgenommen werden kann. Eine Expedition ins Tote Land? Haha, brillant. Das kann doch nicht wahr sein. Das nenne ich eine würdige Herausforderung, oder? Das nenne ich Glück, Gelehrter. Von allen Aufgaben zieht Bislipur ausgerechnet diese. Ja, Glück. Leute, eine Expedition und wir dürfen die Feuerklinge bauen. Aber mein König verlangt das nicht von mir. Warum ausgerechnet ich? Du bist einer meiner besten Gemmenschneider und ich habe ihm Unterstützung versprochen. Es soll ein fairer Wettbewerb sein. Oder soll ich deinetwegen mein Wort brechen? Aber... Du wirst gehen, Guimgar Shimmerbart. Mach uns keine Schande und folge den Anweisungen Tungdils. Geh und kehre gesund wieder. Damit ist unsere Gruppe komplett. Wen hast du denn als Steinmetz ausgewählt? Oh. Ah, guten Tag, die Herren. Bafragor... Den alten Säufer? Alter Säufer? Er hat mir versichert, er sei der beste Steinmetz hier. Der Großkönig selbst hat ihn geschickt. Naja, ich habe gesagt, dass ich genau der Steinmetz bin, den du brauchst. Dass ich vom Großkönig geschickt wurde, habe ich so nicht gesagt. Du lässt dich selbst von einem Säufer austricksen. Ich will den Kerl nicht in meiner Gruppe. Sei dir versichert, Boindil. Auch ich könnte mir eine bessere Gesellschaft vorstellen. Aber Tungdil gab mir sein Wort. Ja, ich gab dir mein Wort. Und solange du in der Lage bist, die Steinmetzarbeiten für die Feuerklinge zu machen, bist du mir willkommen. Es geht um das geborgene Land. Der Thron steht mir zu. Und Vrakas wird den Clans durch meinen Sieg zeigen, dass es so ist. Ja, da kommt der Einarmige. Die Aufgabe ist den Anwärtern klar? Wer als erster die Feuerklinge schmiedet und hierher zurückbringt, hat seine Fähigkeiten bewiesen und wird unser neuer Großkönig sein, um uns gegen Not-On zu führen. Es wird Monate dauern, die Aufgabe zu lösen. Allein die Reise zu den Fünften ist eine langwierige und gefährliche Angelegenheit. Gefährlich, sicher. Aber langwierig nicht unbedingt. Du kennst das alte Tunnelsystem, das die Zwergenreiche verbindet? Tunnel sind schön und gut. Aber warum sollten wir unter der Erde bedeutend schneller vorankommen als darüber? Ein wissendes Lächeln umspielt den Mund des Beraters. Nun,
Irgendwie kommt mir das irgendwie vor, als einmal irgendwas rausgeschnitten wurde. Leute, aber ja, jetzt haben wir einen saufenden Steinmetz, einer von den vierten, der nicht bei uns sein will. Und die Zwillinge, es kann eigentlich nur besser werden. Wow. Beeindruckend, was unsere Vorfahren hier geleistet haben, nicht Geil. wahr? Die Stämme haben alle zusammengearbeitet. Kaum eine Aufgabe kann dann zu groß für uns sein. Hört, hört. Warum wolltest du unbedingt uns begleiten? Ich verstehe immer noch nicht, warum du mich ausgetrickst hast und unbedingt mitkommen wolltest. Ich bin seit mehr als 200 Sonnenzyklen Meister des Steins. Meine Werke werden in allen Ecken des Reiches bewundert. Es gab nie einen besseren bei den Zweiten als mich. Aber heute, ich will nicht als der Säufer in Erinnerung bleiben, dem der Meißel in der Hand zittert, sondern als Bavragor Hammerfaust, ungeschlagener Meister des Steins, der die Feuerklinge zum Leben erweckte. Ein letztes Meisterwerk. Wenn du die Frage verzeihst, zwischen dir und Boindil scheint es böses Blut zu geben. Nichts, was unsere Mission gefährdet. Wir konnten uns einfach noch nie leiden. Es steckt doch mehr dahinter als nur eine alte Feindschaft. Bavragor geht nicht darauf ein. Sein Blick ist auf Ereignisse vor langer Zeit gerichtet. Okay. Du solltest deine Trägerei zügeln. Wir brauchen dich in bester Verfassung. Es gibt welche, die sagen, ich sei nur noch Meister des Bieres und nicht mehr Meister des Steins. Aber keine Sorge, ich habe nichts vergessen. Ich kann nichts vergessen. Egal wie viel ich trinke. Gut. Mich wundert es, dass wir seit Tagen keine Spur von Gandogar gesehen haben. Vielleicht sind sie irgendwo falsch abgebogen. Wir sind bestimmt vor ihnen im Reich der Fünften. Okay. Oh, was ist das denn schon wieder? Wir sind nicht auf dem Weg zu den Fünften. Wir sind auf dem Weg zu den Ersten. Vermutlich sind wir schon unter dem Land der Hüterin. Die Ersten? Warum? Seit die Fünften vernichtet wurden, sind die Ersten die besten Schmiede im geborgenen Land. Nur sie können auch Thionium und Palladium verbinden, die sich eigentlich abstoßen. Außerdem können wir im Kampf gegen Nord-On jede Hilfe gebrauchen und... Oh. Oh, das hat sich nicht gut angehört, Leute. Das hat sich nicht gut angehört. Verflucht! Golmgar! Es brennt! Hier kommen wir nicht weiter, Gelehrter. Was nun? Es ist alles deine Schuld, du Hochstapler! Ich wäre fast draufgegangen. Und wofür? Schön, dass du noch am Leben bist. Wir brauchen dich für unsere Mission. Damit du einen Thron stehlen kannst, der dir nicht gehört? Hass funkelt aus den Augen des Gemmenschleifers. Und einen Augenblick glaubst du, er würde sich mit dem Mut der Verzweiflung auf dich stürzen. Okay, es ist um die Rettung des geborenen Landes, nicht um den Titel des Großkönigs. Es geht mir nicht um den Titel des Großkönigs. Es geht mir um die Rettung des geborgenen Landes. Auch wenn du mir sonst nichts glaubst, das musst du mir glauben. Gar nichts muss ich. Ich bin gegen meinen Willen hier. Meine Gedanken sind wohl mein einzig verbliebenes Recht. Genug. Sammelt alle Materialien ein, die wir noch retten können. Wenn wir es zu den Ersten schaffen, können wir alles bekommen, was noch fehlt. Es sollten weniger als 200 Meilen bis zu ihrer Festung sein. 200 Meilen in einer dunklen Tunnel. Eieiei. Das kann ja was werden, Leute. Aber Leute, wir haben heute. Wir Nachdem ihr die Materialien eingesammelt habt, macht ihr euch auf die Suche nach einem Ausgang. Nach einem schweißtreibenden Aufstieg gelangt ihr an eine runenverzierte Tür. Von dort kommt ihr in eine große Höhle mit einem Wasserfall vor einer sonnendurchfluteten Öffnung. Nacheinander geht ihr durch den Wasserfall und findet euch, nach der ungewollten Dusche, in Vajorn, nahe dem Zauberreich Oremaira wieder.
Ihr findet euch auf einem Plateau und der Fluss, der hier als Wasserfall den Eingang zur Untergrundbahn versteckt, fließt an einem Wald vorbei, hinter dem ihr eine Mauer und Ziegeldächer seht. Du überprüfst deine Karte. Das müsste Mephordania sein. Wir gehen durch den Wald zur Stadt und schauen, ob wir unsere Vorräte auffrischen und Ponys kaufen können. Oh, okay, Leute. So, aber wir sind jetzt am Ende angelangt. Wir haben schon Überlänge, aber weil ich konnte nicht irgendwo Cut machen, weil es einfach so spannend war. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche wieder zu einer Let's Play-Folge, die Zwerge. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe ihr auch und ihr schaltet wieder nächste Woche ein. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.